So, nun kommen wir zu Top 37. Antrag der Fraktion Die Linke betreffend Sicherung der Aufgaben von Grundschulen in Hessen. Drucksache 19/3366 wird aufgerufen mit Top 72. Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Bildungsgerechtigkeit von Anfang an. Grundschulen als ganztägige inklusive Bildungseinrichtungen brauchen eine finanziell und personell den Anforderungen entsprechende Ausstattung. Drucksache 19/3411. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Als Antragsteller liegt mir jetzt gerade die Wortmeldung der Fraktion DIE LINKE vor. Frau Kollegin Cárdenas, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unseren Setzpunkt haben wir wohl überlegt gewählt. In den letzten Monaten hat es so viel geballte Wut und Enttäuschung vonseiten der Lehrerinnen und Lehrer und auch der Schülerinnen und Schüler und der Eltern gegeben, dass es in der Tat an der Zeit ist, sich mit den verschiedenen Missständen auch und vor allem an Grundschulen auseinanderzusetzen. Und es ist gar nicht so leicht, meine Damen und Herren, einen Anfangspunkt überhaupt zu finden. Wo sollen wir beginnen? Bei den Überlastungsanzeigen der Lehrerinnen und Lehrer, die schon seit Jahren mit öffentlichen Hilferufen auf sich aufmerksam machen, da sie im Kultusministerium kein Gehör finden. Das allein wäre Grund genug. Oder bei den stetig fortschreitenden Kürzungen im Bereich der Inklusion, die sich seit mehr als 15 Jahren durch sämtliche Ebenen, und zwar entgegen aller Verlautbarungen des Kultusministeriums, konsequent fortsetzen. Oder bei dem stagnierenden Ausbau echter Ganztagsschulen nach dem Profil 3, von denen wir nach wie vor in Hessen kaum welche vorfinden. Oder bei der Nullrunde der Beamtinnen und Beamten, von der etwa 50.000 Lehrkräfte in Hessen betroffen sind. Liebe Kollegin, diese Liste lässt sich leider über Seiten hinweg fortführen. Wir haben uns entschieden, die aktuellsten Missstände zu thematisieren. Vorweg Ihnen, Herr Kultusminister, wird nicht zu Unrecht ein Zickzackkurs vorgeworfen. Ich weiß nicht, ob Sie persönlich zu Schnellschüssen neigen oder einfach schlecht beraten werden, aber dieses Hin und Her der letzten Monate hätte den Betroffenen auch erspart bleiben können. Ich rede nun nicht nur von den geplanten Kürzungen bei den Stellenzuweisungen für die Grundschulen und die Oberstufen, die ja zumindest für die gymnasialen Oberstufen wieder vom Tisch sind. Hier haben Sie beinahe ein Jahr nach Bekanntwerden der Pläne eingelenkt, weil all die Befürchtungen, die die Schulen sofort nach Bekanntwerden geäußert haben, keineswegs Hirngespinste waren, wie die Landesregierung so gerne es hingestellt hat. Nein, sie waren begründet. Tatsächlich ging es in den gymnasialen Oberstufen um die Aufrechterhaltung auch kleinerer und spezifischer Kurse und um eine erträgliche Kursgröße. Herr Kultusminister, hätten Sie auf diejenigen gehört, die unmittelbar von den Kürzungen betroffen waren, hätten Sie sich und den Betroffenen ein Jahr Wut und Empörung und Hunderte von Beschwerdebriefen sparen können. Und sparen sollten Sie sich nicht um Ihrer selbst willen unbedingt auch die Kürzung der Förderstunden an den Grundschulen, die einen Umfang von 140 wegfallenden Stellen zur Folge haben werden. Wenn schon einknicken, Herr Kultusminister, dann auch richtig. Nehmen Sie diese Kürzungen auch zurück, denn die Förderstunden sind wichtig. Sie bieten im kleinen Rahmen einzelnen Kindern individuelle Förderung schon zu Beginn ihrer Schullaufbahn an. Bei diesen Kürzungen wird unter anderem und unseres Erachtens an einem völlig falschen Hebel angesetzt, denn ausgerechnet die Kinder schulisch weiter auszugrenzen, die Hilfe brauchen, ist kurz- und langfristig gesehen ziemlich dumm. Und Dummheit an Schulen auch noch zu befördern, sollte nicht unbedingt das Geschäft des zuständigen Kultusministers sein. Da werden Sie mir sicher recht geben. Würdigen Sie also bitte die Arbeit an den Grundschulen, statt sie abzustrafen. Jedoch sind dies nicht die einzigen Stellschrauben. Besonders deutlich wurde Ihr Zickzackkurs bei den etwa 6.000 eingeleiteten Disziplinarverfahren gegen Ihre eigenen Lehrerinnen und Lehrer. Am 16. Juni des vergangenen Jahres gingen genau diese auf die Straße, um sich gegen die Nullrunde in der Beamtensoldung zur Wehr zu setzen.
Neben all den zusätzlichen Aufgaben, die in den letzten Jahren an die Schulen herangetragen werden und wurden, neben der deutschlandweit höchsten Arbeitszeit mit der 42-Stunden-Woche, mussten die verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer in Hessen auch noch hinnehmen, dass ihre Besoldungserhöhung, ihre Neuerhöhung der Besoldung ausgesetzt wurde. Die Wut und Enttäuschung, die dort ausgedrückt wurde, Herr Kultusminister, ist für uns mehr als verständlich. Und was tun Sie? Sie holen in einzigartiger Manier die große Keule heraus und leiten gegen diese ihre eigenen Leute Disziplinarverfahren ein. Und das halten wir für unglaublich. Ja, auch diese sind nun erst einmal vom Tisch, ebenfalls nach beinahe einem Jahr. Aber vergessen werden sie nicht, da können wir sicher sein. Das wirklich Perfide daran ist ja, dass die Lehrkräfte abgestraft wurden, weil angeblich kein Geld da war. Aber dennoch innerhalb kürzester Zeit das Geld da war, Herr Bellino, um Juristen einzustellen, die die Verfahren bearbeiten. Wir, Herr Kultusminister, wir fordern auch hier eine Kehrtwende von Ihnen. Nicht nur, dass der vorliegende Gesetzentwurf zur Beamtenbesoldung völlig inakzeptabel ist, nein, auch die Eingruppierung von Grundschullehrkräften ist doch unbedingt reformbedürftig. In den Grundschulen werden die Grundsteine gelegt. Noch sind die Kinder nicht nach angeblicher Begabung oder Eignung getrennt. Die Arbeit ist so vielfältig, und sie muss so differenziert angelegt werden, wie auch die jungen Schülerinnen und Schüler vielfältig sind. Wenn die Möglichkeiten, die das gemeinsame Lernen über alle Unterschiede hinweg in den Grundschulen und das gemeinsame Leben in gut ausgestatteten und die Eltern entlastenden Ganztagsgrundschulen bieten könnte, wenigstens schon in den ersten 4 Jahren genutzt werden könnte, denn zu einem längeren gemeinsamen Lernen werden sie sich sicherlich nicht durchringen können, dann hätten wir zumindest einen Grundstein gelegt, eine Basis, auf der sich das weitere Lernen eventuell entspannter und individuell erfolgreicher abspielen könnte. Diese wichtige Arbeit der ersten 4 Jahre in der Schule muss endlich gewürdigt und damit auch angemessen bezahlt werden. Es ist unseres Erachtens längst an der Zeit, die Besoldung der Grundschullehrkräfte von A12 auf A13 anzuheben. Ich danke an dieser Stelle der SPD für die Einreichung der Kleinen Anfrage zu genau diesem Thema der Besoldung von Grundschullehrkräften. Aber es gibt auch noch weitere Baustellen. Wie schon erwähnt, die Ganztagsschulen bleiben Mangelware. Stattdessen werden Ressourcen in den unsäglichen Pakt für den Nachmittag gesteckt, der eine die Eltern und die Städte und Kommunen belastende Mogelpackung ist und bleibt. Und nicht nur das, wir haben da oft genug schon von geredet, und nicht nur das, er bremst den Ganztagsschulausbau aus. Dabei fordert selbst die Ihnen so nahestehende oder vielleicht nicht mehr nahestehende, ich kann das nicht richtig beurteilende Bertelsmann-Stiftung nicht erst seit gestern, wir hatten ja im letzten Jahr auch einen gemeinsamen parlamentarischen Abend, wo das noch einmal gefordert wurde, ein Recht auf einen Ganztagsschulplatz. Gehen Sie diese Baustelle endlich richtig und grundlegend anders an, statt nur herumzumurksen, Herr Kultusminister. Insgesamt möchten wir Sie auffordern, der Landesschülervertretung, die so lange auf ein Gespräch mit Ihnen warten musste, den Elternvertretungen aller Schulen, von den Grundschulen bis zu den Berufsschulen, die sich im Landeselternbeirat zusammengeschlossen haben, und natürlich den Experten von Schule, ihren eigenen Leuten, hessischen Lehrerinnen und Lehrern, die höchst engagiert eine äußerst gute Arbeit leisten, endlich Gehör zu schenken. Wenn immer mehr Lehrerinnen und Lehrer von nicht mehr zu ertragenden Arbeitsbedingungen, von völliger Überlastung berichten, dann seien Sie alarmiert, denn die sprechen auch im Interesse der Kinder und ihrer Eltern. Dann suchen Sie bitte frühzeitig das Gespräch, statt die Schotten erst einmal dicht zu machen und sich hinter den Mauern des Kultusministeriums zu verkriechen, so nach dem Motto, mal sehen, ob der Sturm sich eventuell von alleine legt. Sie sind ein kluger Mann, Herr Lorz. Sie wissen, dass vorausschauendes Denken und Handeln so manchen Zickzackkurs überflüssig machen könnte. Und mittelfristig, das möchte ich auch noch anschließen, sollten Sie sich einmal überlegen, wie Sie die Bundesebene stärker in die Verantwortung nehmen könnten. Ich sage nur, Kooperationsverbot aufheben. Ich danke Ihnen.
Danke, Frau Kollegin Cárdenas. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Hartmann von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! In unserer heutigen Debatte über die Situation von Grundschulen kommen wir an folgenden Fakten nicht vorbei. Erstens. Die gesellschaftlichen Erwartungen und die zusätzlichen Aufgaben und Belastungen haben an keiner Schulform in den zurückliegenden Jahren so zugenommen wie an Grundschulen. Und es ist absehbar, dass mit der Umsetzung von Inklusion, von Integration und von Ganztagsangeboten noch weitere große Herausforderungen auf Grundschulen zukommen. Als Zweites sind an keiner anderen Schulform ist der Prozentsatz von Frauen so viel höher als der von Männern. Die Eingruppierung dagegen und die damit verbundene gesellschaftliche Wertschätzung ist an Grundschulen aber deutlich schlechter als an allen anderen Schulformen. Als Drittens. Grundschulen sind die einzigen Schulen für alle Kinder. Und sie beweisen tagtäglich, dass sie auch ohne Selektion eine hervorragende Bildungsarbeit leisten können, was sich ja auch in internationalen Bildungsvergleichen niederschlägt. Da haben Sie mehrfach unter Beweis gestellt, dass Sie mit einer sehr heterogenen Schülerschaft sehr erfolgreich fachliche Basiskompetenzen, soziale und personale Kompetenzen und Methodenkompetenzen vermitteln können und gleichzeitig die Kinder sehr gut auf weiterführende Schulen vorbereiten können. Es ist wohl unstrittig, dass der von den Regierungsfraktionen so hoch gelobte Pakt für den Nachmittag den Grundschulen zwar ein bisschen mehr an Betreuung bringt, aber von einem sinnvollen, pädagogisch durchgestalteten Ganztagskonzept, das eine Rhythmisierung des Unterrichts ermöglicht, noch sehr weit entfernt ist. Bislang lässt die gesellschaftliche Wertschätzung und die Lobbyarbeit für Grundschulen leider zu wünschen übrig. Und entgegen der Erkenntnisse von Bildungsforschern wird die Arbeit von Grundschullehrkräften ebenso wie die auch von Erzieherinnen und Erziehern leider immer noch als weniger qualifiziert eingestuft als die Arbeit von Lehrkräften an weiterführenden Schulen. Dies muss ein Ende haben. Hier sehe ich ebenso wie Frau Cárdenas perspektivisch auch Handlungsbedarf bezüglich einer Höhergruppierung von Grundschullehrkräften in A13. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die bildungspolitischen Diskussionen der vergangenen Jahre haben sich weitaus stärker auf Gymnasien fokussiert als auf den im Bildungsverlauf von Kindern ganz wichtigen Bereich von Grundschulen. Es gibt die Aussage, die viel zitierte Aussage, und ich will sie heute auch noch einmal benennen, Bildung vom Kopf auf die Beine stellen. Die Besten am Anfang. Das sind Forderungen, wie sie von allen Fraktionen nach dem PISA-Schock 2001 vorgebracht wurden. Und an dieser Forderung sollten wir uns messen lassen. Doch bislang hat sich bezüglich der Verbesserung der Arbeitsbedingungen an hessischen Grundschulen nur wenig getan. Die Klagen von Lehrerverbänden prallen offensichtlich ebenso an dem Kultusminister ab wie Überlastungsanzeigen, Funktionsstellenrückgaben und Schwierigkeiten bei der Besetzung von Funktionsstellen, insbesondere von Konrektorstellen. Diese Problematik kommt doch nicht von ungefähr. Ich bin der Auffassung, dass Grundschulen sich noch viel stärker als andere Schulen mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen müssen. Sie haben leider dafür nicht die notwendigen Gestaltungsräume, die zur Verfügung gestellten Deputatstunden für Schulleitungsaufgaben können dem nicht gerecht werden, was an Mehraufgaben auf die Lehrkräfte zukommt. Und selbst an kleinen Grundschulen ist die Schulleitung mit einem enorm gewachsenen Verwaltungsaufwand verbunden.
Die etwas bessere Vergütung von Funktionsstellen stellt meines Erachtens keine gute Grundlage dar, mit zudem damit verbundenen tatsächlichen Mehraufwand. Ich denke deshalb, dass es an der Zeit ist, im Rahmen der Diskussion bezüglich einer Reform der Lehrerausbildung endlich mit der tradierten Vorstellung aufzuräumen, dass die Besoldung umso kleiner sein darf, je jünger die Kinder sind. Aber ich befürchte, dass wir mit dieser Erkenntnis und dieser Forderung bei den Regierungsfraktionen wieder einmal auf taube Ohren stoßen werden. Lassen Sie mich noch einmal auf die Punkte, die ich eingangs genannt habe, eingehen. Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung fällt zwar in die gemeinsame Zuständigkeit von Familie, Kindertagesstätten und Grundschule. In der Realität verlassen sich aber zunehmend mehr Familien darauf, dass Kindertagesstätten und Grundschulen dem Erziehungsauftrag Rechnung tragen, den sie eigentlich als Familie zu übernehmen hätten, geschweige denn, dass die Familien ihrem Bildungsauftrag nachkommen. Deshalb wird von Grundschulen nicht nur die Vermittlung von fachlichen Basiskompetenzen erwartet, sondern verstärkt auch die Kompensation von elterlichen Erziehungsdefiziten. Die verstärkte Zusammenarbeit von Kitas und Grundschulen im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsplans halte ich absolut für sinnvoll, aber die dafür zur Verfügung stehenden Stundenkontingente für nicht ausreichend. Grundschulen als Schulen für alle Kinder erfüllen eine ganz wichtige Integrationsaufgabe, beispielsweise dann, wenn es um gegenseitiges Verständnis, Toleranz und letztendlich auch um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft geht. Und gerade angesichts der Integration von Flüchtlingen und der Inklusion von Kindern mit Behinderungen und Beeinträchtigungen bin ich der Auffassung, dass wir Grundschullehrkräfte nicht alleine lassen dürfen. Um Grundschule zu einem Ort zu machen, wo individuelle Förderung und Kompetenzorientierung nicht nur inhaltsleere Begriffe sind, brauchen wir eine Verbesserung der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung. Die konstruktive Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams von Lehrkräften, Sozial- und Sonderpädagogen, Schulassistenten und Erzieherinnen und Erziehern zum Wohle der Kinder ist kein Selbstläufer und muss entsprechend organisiert werden. Und mit der derzeitigen Unterrichtsverpflichtung von 29 Stunden, oft fehlenden Teamräumen und Arbeitsplätzen kann dies nur schwer gelingen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer anerkennt, dass die Aufgabenkomplexität an Grundschulen auch in Zukunft weiter zunehmend wird, muss konsequenter als seither an einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Arbeit der Lehrkräfte bereit sein und auch bereit sein, die dafür notwendigen Schritte in der politischen Praxis zu gehen. Wer es ernst damit meint, mehr Bildungsgerechtigkeit herzustellen und Kindern unabhängig vom Elternhaus bestmögliche Bildungschancen zu geben, muss dafür auch die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Und die gesellschaftlichen Herausforderungen in der Verwirklichung von Inklusion im Sinne der UN-Menschenrechtskonvention, die Integration von Flüchtlingskindern, der Umbau von Grundschulen zu kindgerechten Ganztagsschulen, erfordern mehr als Versprechungen. Sie erfordern einen klaren Zeit-, Ressourcen- und Finanzierungsplan. In unserem Antrag haben wir wichtige Stellschrauben für die Verbesserung der Rahmenbedingungen an Grundschulen aufgezeigt. Und nicht alle dieser Vorschläge sind mit hohen Millionenbeträgen im Haushalt verbunden. Deshalb fordere ich Sie als Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen dazu auf, sich einem konstruktiven Diskurs über diese Herausforderung nicht zu verweigern. Ich halte es sowohl unseren Kindern als auch den Grundschullehrkräften gegenüber nicht für verantwortbar, weiterhin darauf zu vertrauen, dass die hinzukommenden Aufgaben auch in Zukunft irgendwie bewältigt werden. Und nachdem Sie, Herr Kultusminister, sich dem öffentlichen Druck gebeugt haben und die Stellenkürzungen für Oberstufen zunächst zurückgenommen haben, wäre es nichts als konsequent, auch die Kürzungen der Zuweisungen für Grundschulen endlich zurückzunehmen.
Wer es ernst meint mit der Aussage, Bildung vom Kopf auf die Beine stellen zu wollen, muss sich endlich auch in diese Richtung bewegen und Kindern, die mit erheblichen Bildungsbenachteiligungen in die Schule kommen, eine gerechte Chance auf gute Bildung geben. Und diejenigen, das geht auch an Ihre Einwendungen, diejenigen, die meinen, das, was in den vorliegenden Anträgen gefordert wird, seien typische Oppositionsforderungen, sollten sich einmal genauer die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Arbeit in der Grundschule anschauen. Diese Empfehlungen sind vom 11.06.2015, und ich glaube, auch Sie, Herr Lorz, als hessischer Kultusminister, haben dies mit unterzeichnet. Da steht, letztendlich ist die Arbeit in der Grundschule, ist für die Arbeit der Grundschule der Blick auf das einzelne Kind Leitlinie allen Handelns. Die gesellschaftliche Wertschätzung der Grundschule drückt sich in der Sicherung der dafür notwendigen Ressourcen aus. Gemeinsam tragen Familien, Bildungseinrichtungen, gesellschaftliche Gruppen und Politik Verantwortung für eine solidarische Kultur des Aufwachsens und für Bildung. Zitat Ende. Und dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Frau Kollegin Hartmann. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schwarz von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Die läuft noch nicht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich danke der Linksfraktion für diesen Setzpunkt. Das ist für mich ein besonderer Moment. In den letzten 5 Jahrzehnten habe ich noch nie einer Linksfraktion innerhalb oder außerhalb eines Parlaments gedankt. Ich glaube, auch in den nächsten 5 Jahrzehnten wird das nie wieder geschehen. Aber Ihr Antrag betreffend Sicherung der Aufgaben von Grundschulen in Hessen sichern bietet auch Gelegenheit, ein paar Dinge, die hier eben gerade völlig verzerrt dargestellt wurden, ein bisschen gerade zu rücken. Und, Frau Kollegin Cárdenas, Sie haben ja so eine Tour de Raison über alles gemacht, dass alles schwierig ist. Zu Ihrem Antrag selbst haben Sie kaum gesprochen. Deswegen eingangs mal ein paar grundsätzliche Hinweise zu den Grundschulen, wie es den Grundschulen geht und was wir da machen. Durch eine gezielte Förderung der Grundschulen sorgen wir seit Jahren dafür, meine Damen und Herren, dass alle Kinder in ganz Hessen von Beginn ihrer Schullaufbahn die bestmöglichen Bildungschancen haben. Dazu bedarf es einer vorzüglichen Personalausstattung. Und wenn Sie auf Personal eingehen und auf Ausstattungsfragen eingehen, würde ich schon dann gerne einmal Tatsachen sprechen lassen. Die Grundschüler in Hessen sitzen heute durchschnittlich mit 19 Kindern in einer Klasse, 19,4, um präzise zu sein. Das sind die drittkleinsten Klassen aller 16 Bundesländer. Damit liegen wir deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von 20,7. Und, meine Damen und Herren, das ist jetzt nicht so ein Tagtraum des Abgeordneten Schwarz, sondern das sind Zahlen der eben zitierten Kultusministerkonferenz, die das sehr, sehr befürwortet. Diese vorzüglichen Rahmenbedingungen belegen den hohen Stellenwert, den die Landesregierung und die Regierungsfraktionen den Startbedingungen der Schülerinnen und Schüler in den prägenden ersten 4 Schuljahren beimessen. Ja, Primarschüler in Hessen haben Priorität. Ja, Bildung in Hessen hat Priorität. Ja, und da können sich andere Bundesländer eine Scheibe von abschneiden und ein Beispiel an uns nehmen, meine Damen und Herren. Die bundesweit einzigartigen Vorgaben zu Mindestklassengrößen zeugen überdies von dem festen politischen Willen unserer Fraktionen, den Erhalt
von Grundschulen, den sogenannten Zwergschulen, auch im ländlichen Raum langfristig zu sichern. Davon bin ich überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und, Frau Kollegin Cárdenas, hätten Sie die große Anfrage der SPD aus dem letzten Jahr in Erinnerung, hätten Sie möglicherweise den Setzpunkt etwas anders gewählt. Da möchte ich einmal aus der Drucksache 19 Frau Präsidentin, Ihr Einverständnis vorausgesetzt zitieren. Hier wird nämlich ein klares Glaubensbekenntnis abgeliefert zum Stellenwert der Grundschulen. Ich zitiere, insbesondere ländliche Regionen Hessens stehen angesichts anhaltender Schülergänge vor der Herausforderung, ihr Bildungsangebot in der Fläche weiterhin angemessen zu sichern, ein Schulangebot vorzuhalten, das den Anforderungen des Hessischen Schulgesetzes genügt, ist die originäre Aufgabe der Schulträger. Sie haben planerische Grundlagen dafür zu schaffen, dass bedarfsgerechtes und ein zukunftsfähiges Schulangebot vorhanden ist. Und sollten die in den Verordnungen aus 2012, 2013 betreffend der Klassen- und Kursgrößen gerissen werden, besteht, und dieser Spielraum wird eingeräumt, natürlich die Möglichkeit, Verbundschulen zu bilden, jahrgangsübergreifender Unterricht, also Kombiklassen einzurichten. Die Landesregierung, da habe ich nachgefragt, plant keine Festlegung von Ziel- und Mindestklassengrößen, meine Damen. Dabei bleibt es. Da können wir stolz drauf sein. Und jetzt will ich Ihnen mal auch da sind Zahlen hilfreich, einfach mal draufzuschauen. Wir haben in Hessen rund 60 Schulen, die weniger als 50 Schüler haben. Wir haben in Hessen über 200 Schulen mit weniger als 100 Schulen. Wir haben in Hessen 208 Schulen, die weniger als 150 Schülerinnen und Schüler haben, und ca. 100 Schulen, die weniger als 200 Schüler haben. Dabei bleibt es. Nur Hessen leistet sich den Luxus von Zwergschulen, und es wird kein Ausbluten des ländlichen Raumes geben. Kurze Beine, kurze Wege bleibt das Motto. Die Grundschule vor der Haustür ist identitätsstiftend. Die Grundschule vor der Haustür hat eine hohe Integrationskraft. Und als Vertreter des ländlichen Raums, als Junge vom Land, darf ich Ihnen sagen, die Grundschule im Dorf, die Grundschule im Ort zeigt den Menschen, jawohl, wir haben Zukunft, jawohl, hier geht es weiter. Und das ist für mich eine Botschaft, die elementar ist. Vielen Dank, Kollege May, dass Sie dementsprechend nicken. Wir sind verantwortlich für Ballungszentren, für den Mittelraum und auch den ländlichen Raum. Das halte ich für ganz elementar. Und wenn wir uns dann einmal anschauen, welche Punkte Sie in Ihrem Antrag alle anbringen und von Stellenumlenkungen, die Sie in Ihrem Antrag fälschlicherweise als Stellenrücknahme oder Stellenkürzung bezeichnen, durch klare Schwerpunktsetzung in den Bereichen Inklusion, Deutschförderung, Sozialindex und natürlich Ganztagsangebote setzen wir Zeichen, von denen insbesondere Grundschulen profitieren. Alleine für den Pakt für den Nachmittag stehen derzeit 2.000 Stellen zur Verfügung. Zum kommenden Schuljahr kommen 230 hinzu. Und da haben wir schon eine andere Überzeugung. Wir wollen, da zitiere ich immer gerne meinen Kollegen Matthias Wagner, ermöglichen, nicht verordnen, ermöglichen, nicht verordnen. Jawohl, der Pakt für den Nachmittag ist attraktiv. Jawohl, der Pakt für den Nachmittag bietet die Chancen, dass die Schulgemeinde selbst entscheidet, welcher Weg gegangen wird. Jawohl, zum neuen Schuljahr sind weitere 10 Schulträger dort mit an Bord. Und vielleicht nur einmal, weil Sie auf diese 140 Stellen, die umgelenkt werden, sich beziehen. Vergleich Schuljahr 12/13 zu dem jetzigen Schuljahr. Im Bereich DATS kommen den Grundschulen 159 zusätzliche Stellen zugute. Im Bereich Ganztag kommen den Grundschulen 279 zusätzliche Stellen zugute. Im Bereich Sozialindex
124 zusätzliche Stellen zugute. Das sind 562 zusätzliche Stellen. Das ist deutlich mehr als die 140. Obendrauf kommen noch die Stellen für Inklusion. Ich glaube, daran kann man deutlich sehen, welche Prioritäten wir setzen, wo wir die Akzente setzen, die Grundschulen, und das verheimlicht die Opposition natürlich immer gerne, sind heute deutlich, deutlich besser ausgestattet, als sie noch in den letzten Schuljahren waren. Und das Ganze, meine Damen und Herren, da kann man auch einmal drüber sprechen, bei deutlich zurückgehenden Schülerzahlen. Im Schuljahr 2000/2001 gab es 260.000 Schüler an Grundschulen. Jetzt im laufenden Schuljahr bzw. ich korrigiere im Schuljahr 2014/15 waren es 214.000. Und wenn man jetzt einmal schaut, wo wir dort die Priorität setzen, bei den jungen Menschen Priorität für Primarschüler, Priorität für Bildung grundsätzlich, die drittkleinsten Klassengrößen in ganz Hessen, Ausbau Ganztag, Ausbau Sprachförderung, Ausbau Soziale, den gab es vor 3 Jahren noch nicht, und natürlich die Inklusion, das sind klare Zeichen, gute Botschaften für die Grundschulen. Und Sie wundern sich, dass es an den Grundschulen nicht rumort. Da ist die Welt, soweit wir das in den jeweiligen Fällen sagen, in Ordnung. Wir können natürlich nach dem Prinzip wünscht ihr mehr, da haben wir noch mehr Spaß, immer was obendrauf haben. Ich würde gerne mal einen Haushaltsantrag von der SPD für die Stellenhebung oder einen Haushaltsantrag der Linksfraktion sehen, ist mir nicht bekannt. Insofern, ich sage das noch einmal, bei uns sind die Grundschulen gut aufgehoben. Das ist so, das bleibt so, und wir werden den Grundschulen weiter mit großer Wertschätzung gegenüberstehen und ihre Arbeit weiterhin kraftvoll unterstützen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Greilich von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Frau Kollegin Cárdenas hat vorhin gesagt, man habe den Setzpunkt wohl überlegt ausgesucht. Das kann ich nicht beurteilen, das will ich auch glauben, aber nicht wohl überlegt haben Sie bei der Formulierung Ihres Antrags. Das ist jedenfalls deutlich festzustellen, wenn man schon nur die Ziffer 1 liest, wo Sie die Landesregierung dafür loben. Sie haben die Stellenkürzungen für die Oberstufen rückgängig gemacht. Ich darf Sie einmal auf die Tatsachen hinweisen. Hier ist nichts rückgängig gemacht worden, sondern die 160 Stellen, die man im letzten Schuljahr, im laufenden Schuljahr schon gestrichen hat, die sind weg. Die sind einfach weg, und da ist nichts rückgängig gemacht worden, sondern das Einzige, was man gemacht hat, ist, dass man jetzt keine weiteren im nächsten Schuljahr nehmen will. Und genauso der zweite Fehler, es geht nicht um Förderstunden bei den Grundschulen, sondern es sind 140 Stellen der Grundunterrichtsversorgung bei den Grundschulen gestrichen worden. Das ist der wesentliche Fehler. Der Kultusminister kann ja nachher wieder versuchen, das zu relativieren. Insgesamt ist der Antrag der LINKEN wieder einmal geprägt von der Theorie Freibier für alle. Das ist haushaltsmäßig so, wie es dort steht, nicht zu machen. Und insbesondere was das Ganztagsschulprogramm angeht, will ich sehr deutlich sagen, wir stehen nicht dafür, das bisschen, was jetzt passiert im Zuge des Paktes für den Nachmittag, wieder rückgängig zu machen und in einen halbherzigen Ausbau der Ganztagsgrundschulen in rhythmisierter Form zu stecken. Wir stehen dafür, dass möglichst viel Potenzial auch in den Pakt für den Nachmittag fließt. Nur der muss mit seinen Geburtsfehlern fertig werden. Das bedeutet insbesondere, dass Sie nicht nur die Stellen zur Verfügung stellen, das sind ja wenig genug, sondern dass Sie darüber hinaus auch das, die Beschwerden aufnehmen, Herr Kollege Wagner. Sie reden ja immer davon, dass Sie zuhören. Nehmen Sie einmal die Beschwerden auf, die Sie aus den Kommunen hören, dass nämlich die vorhandenen kommunalen Angebote im Wesentlichen umgestrickt werden müssen, um sie passgenau zu machen für das, was Sie sich vorstellen. Das ist zusätzlicher bürokratischer Aufwand, ohne dass es zu viel Entwicklung und Zusatzleistung kommt. Wohlgemerkt, wir begrüßen, dass in diesem Bereich überhaupt etwas geschieht, aber es ist
zu wenig und es ist teilweise falsch angelegt. Aber zum eigentlichen Thema, Herr Kollege Schwarz hat es ja gestreift, das eigentliche Thema, um das es hier geht, ist die Frage, kriegen die Schulen genug Lehrerstellen für die Aufgaben, die sie bewältigen müssen. Und Herr Kollege Schwarz, ich bin immer wieder dankbar, wenn Sie darauf hinweisen, wir haben in der Tat gemeinsam in glorreichen schwarz-gelben Zeiten dafür gesorgt, dass wir die Lehrerversorgung in den hessischen Schulen deutlich verbessert haben. Nur ich finde es etwas unredlich, wenn Sie jetzt diese guten Zahlen als Begründung dafür heranziehen und die verbesserte Ausstattung, dass man doch jetzt locker mal ein bisschen was streichen kann, den Schulen wieder was wegnehmen kann. Das ist nicht in Ordnung, Herr Kollege Schwarz, und da werden Sie sich auch nicht rausreden können. Ich wiederhole das noch einmal. Die Kürzungen, die Sie schon vollzogen haben, Herr Kollege Wagner, die Kürzungen, die Sie schon vorgenommen haben in der Eingangsphase der Oberstufen, 160 Stellen, das sind 7,8 % zum Schuljahr 2015/2016 in der Eingangsphase der Oberstufen. Dazu kommt die Kürzung des Zuschlags zum Grundunterricht der Grundschulen um 140 bis 145 Stellen. Das hat Auswirkungen. Das hat ganz konkrete Auswirkungen. Die können Sie auch nicht wegdiskutieren damit, dass wir gemeinsam beschlossen haben, natürlich zusätzliche Stellen für die Flüchtlingsbetreuung und zur Verfügung zu stellen. Ich will Ihnen mal ein paar Beispiele nennen. Vor allem die Grundschulen an kleinen Standorten sind betroffen. Nehmen wir die Geschwister-Scholl-Schule in Fuldatal. Erhält seit Beginn des Schuljahres nur noch eine Grundunterrichtszuweisung von 3,27 Lehrerstellen statt 3,41. Das sind 4,1 % weniger. Das ist kein Einzelfall. Genauso erging es der Grundschule Wirtheim, Biebergemünd, der Paul-Mahr-Schule Nitterau, der Grundschule Oberdieten in Breitenbach, der Rotkäppchenschule Loshausen, Willingshausen. Ich habe hier noch eine lange Liste. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen alles vortragen. Aber Sie haben dort gekürzt. Und das spüren die Schulen. Ich will noch ein Beispiel an. Die Grundschule am Kastanienhain in Königstein erhält noch 8,07 Lehrerstellen statt vorher 8,38, büßt also rund eine Drittelstelle ein. Das, meine Damen und Herren, können Sie nicht wegdiskutieren. Von den Kürzungen der Zuweisung für die Einführungsstufe sind vor allem natürlich die reinen Oberstufengymnasien besonders betroffen, weil diese die Kürzungen auf weniger Klassenstufen verteilen können. Das Georg-Christoph-Lichtenberg-Oberstufengymnasium Bruchköbel erhält statt 43,18 nur noch 41,84 Stellen, 3,1 % weniger für die gesamte Schule, aber das Entscheidende 1,5 Stellen weniger, 1,5 Lehrerstellen. Goethe-Schule in Wetzlar verlor fast 3 % der Lehrerzuweisung, 2,8 % bei der Herder-Schule in Kassel oder bei der Karl-von-Ossietzky-Schule in Wiesbaden, immer 1 bis 1,5 Stellen, die einfach weg sind. Sie können dann erzählen, Herr Kollege Wagner, wie Sie das ja gerne tun, der Lehrer ist nur woanders, wir haben den ja nicht gestrichen. Nur das nützt doch dem Schüler nichts, der diesen Unterricht nicht mehr bekommt. Das ist das Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn Sie uns glauben machen wollen, dass grundständige Gymnasien nicht betroffen wären, darf ich nur nennen, Beispiel der Hohen Landesschule Hanau. Die verlor auch eine ganze Stelle. Statt knapp 78 Stellen hat man nur noch 78,92 Stellen. Und es betrifft darüber hinaus nicht nur die Gymnasien, die reinen Oberstufengymnasien. Es betrifft auch die beruflichen Schulen mit den beruflichen Gymnasien. Es betrifft die Abendgymnasien. Ich will das Beispiel Peter-Paul-Kahenzig-Schule nennen. Berufliche Schule und Abendgymnasium in Limburg statt jetzt noch 81,26 Stellen statt bisher 82,78. 1,5 Stellen haben Sie dort gestrichen. Und an Streichen lässt sich nichts hin und her schieben. Das ist einfach eine Tatsache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn vor diesem Hintergrund der Kultusminister, ich habe mir diese Zeitungsartikel alle einmal aufgehoben, weil ich das so spannend finde, um von einer moderaten und möglichst breit gestreuten Stellenverlagerung spricht, dann ist das für die betroffenen Schüler, Eltern und Lehrer eine Verhöhnung, genauso wenn Herr Wagner davon spricht. Jede Stelle bleibt im Bildungssystem erhalten, allerdings teilweise für andere Aufgaben als bisher. Genau das ist es, Herr Kollege Wagner. Sie sagen, der Lehrer ist ja nicht weg, er ist nur woanders. Aber damit hat der Unterricht eben dort nicht die Versorgung, wo er gebraucht wird. Und genau das
Genau das ist der Punkt, der Kultusminister. Ich habe diese Schlagzeile, weil sie mir so schön gefällt. Kein Schüler wird weniger Unterricht erhalten. Natürlich, kein Schüler wird weniger Unterricht erhalten. Sind wir uns einig. Aber er wird schlechteren Unterricht erhalten, weil weniger Lehrer dafür zur Verfügung stehen. Und das ist eine ganz einfache Rechnung. Eine Stelle bedeutet rund 25 Lehrerstunden. Anderthalb Stellen, wie sie bei den meisten Gymnasien wegfallen, bedeutet 38 weniger Stunden. Das sind 8 Leistungskurse oder 19 Grundkurse, die einfach nicht mehr stattfinden können. Deshalb, Herr Kultusminister, bitte ich Sie, Frau Cárdenas hat gemeint, Sie seien eingeknickt. Knicken Sie nicht halbherzig ein. Machen Sie einen Hofknicks vor den Schulen, Eltern und Lehrer daraus. Geben Sie den Schulen zurück, was den Schulen ist. Dann werden Sie dort auch entsprechendes Verständnis ernten. Wenn Sie allerdings, wie ich befürchte, uns gleich wieder erklären werden, das sei ja alles alternativlos und es muss so bleiben, wie es ist. Und wir nehmen natürlich nichts zurück, weil eigentlich ist es ja alles viel mehr, obwohl es weniger ist und der Lehrer nicht mehr in der Schule ist. Dann werden Sie es ertragen müssen, dass morgen wieder die Eltern, der Landeselternbeirat zu einem hessenweiten Aktionstag aufgerufen hat, genau zum Thema Bildungsqualität in Hessen, weil sich die Eltern genauso wie die Lehrer und die Schüler eben nicht vertrösten lassen, sich nicht sagen lassen, weniger ist mehr. Hier ist in der Tat weniger weniger. Und bemerkenswert, das will ich allerdings an der Stelle auch einmal sagen, Herr Kollege Degen, ich finde das schon herrlich, Herr Schäfer-Gümbel, der heute aus irgendeinem Grund nicht jetzt hier in der Debatte folgen kann, aber ich darf ihn trotzdem zitieren. Er hat einmal gesagt, man begreife sich als parlamentarischer Arm der Gymnasialeltern. Das ist schon so ein bisschen Déjà-vu, das man dann so hat, wenn man an die Vergangenheit denkt und die vergangene Positionierung. Da verschiebt sich Interessantes. Die SPD erklärt sich zum verlängerten Arm der Gymnasialeltern, währenddem die Union die alten Positionen, die sie früher mit uns vertreten hat, aufgibt. Also da wird es dann schon spannend. Gleichwohl. Ich habe Ihren Antrag mit großem Interesse gelesen, meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion. Da steht vieles drin, was ich ohne weiteres unterschreiben kann. Da ist manches drin, über das wir auch im Ausschuss sicherlich noch einmal gründlich reden müssen. Aber eines will ich auch klar sagen. Da stehen auch Dinge drin, die absolut nicht akzeptabel sind. Wenn Sie z.B. hier über das Kooperationsverbot schreiben und meinen, das müsse man abschaffen. Wir haben ja noch einen Antrag, der, wenn die Gesetzgebungsmentalität bei der Koalition so bleibt, wie sie ist, auch relativ bald auf der Tagesordnung landen wird. Da können wir uns dann einmal intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich will zum Schluss nur noch eine Bemerkung machen, Frau Präsidentin. Eines ist klar, und das wird in der bildungspolitischen Debatte immer wieder klar. Wir können die Herausforderungen nur stemmen, wenn wir in unserem volkswirtschaftlichen System mehr in Bildung investieren. Es ist ein Unding, dass das Sozialbudget in Deutschland im Jahr 2012 schon 780 Milliarden € betrug, während das Bildungsbudget sich auf lediglich 155 Millionen € belief. Das ist eine Fehlsteuerung. Daran müssen wir arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Wagner von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch meine Fraktion ist den Kolleginnen und Kollegen der LINKEN sehr dankbar, dass wir heute Gelegenheit haben, über die Grundschulen zu reden, weil die Grundschulen sind der Gewinner dieser Legislaturperiode und der Schulpolitik dieser Landesregierung. Die Grundschulen profitieren von allen Schwerpunktsetzungen, die wir uns für diese Legislaturperiode vorgenommen haben. Sie profitieren vom größten Ausbau des Ganztagsschulprogramms, den es in Hessen je gegeben hat. Sie profitieren von der Verdoppelung der Lehrerstellen nach Sozialindex. Sie profitieren von den erhöhten Anstrengungen im Bereich der Deutschförderung, und sie profitieren von der neuen Schwerpunktsetzung beim Thema Inklusion. Sie sind die Gewinner dieser Legislaturperiode. Allein seit dem Schuljahr 2012/2013 sind 400 Stellen an die Grundschulen für die Bereiche Ganztag und die Lehrerzuweisung nach Sozialindex geflossen. 400 Stellen allein für diese zwei Bereiche. Wir haben an den Grundschulen heute mehr Stellen und nicht weniger Stellen als in früheren Jahren. Das ist die schlichte Wahrheit, meine Damen und Herren.
Und ja, wir haben gesagt, auch an den Grundschulen gibt es Veränderungen. Ja, deshalb haben wir gesagt, 140 Stellen aus den Grundschulen werden jetzt anders verwendet. Aber selbst wenn Sie die gegenrechnen, bleiben immer noch 260 Stellen zusätzlich seit dem Schuljahr 2012/2013. Und deshalb kann man mit Fug und Recht sagen, die Grundschulen sind so gut ausgestattet wie nie, meine Damen und Herren. Und wir wollen es mit dem Erreichten nicht belassen, sondern wir werden diesen Kurs kontinuierlich fortsetzen. Zum kommenden Schuljahr stehen 230 Stellen zusätzlich für das Ganztagsschulprogramm bereit. Und diese Koalition hat gesagt, bei der Ausweitung des Ganztagsschulprogramms setzen wir einen Schwerpunkt auf die Grundschulen, weil genau in den Grundschulen der Ganztag besonders wichtig ist. Gerade am Beginn einer Bildungslaufbahn brauchen wir mehr Zeit für Förderung. Und gerade bei den jungen Schülerinnen und Schülern sind Eltern für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders auf ganztägig arbeitende Schulen angewiesen. Deshalb haben wir diesen Schwerpunkt in Hessen gesetzt, den es vorher nicht gab, Ganztagsschulentwicklung vor allem an den Grundschulen zu betreiben, meine Damen und Herren. Und wir setzen den Schwerpunkt nicht nur auf die Grundschulen, sondern wir setzen ihn auch in finanzieller und in personeller Hinsicht bei der Ganztagsschulentwicklung. Pro Schuljahr 230 Stellen zusätzlich. Das ist eine Verdopplung der Ausbaugeschwindigkeit, wie es sie in früheren Jahren gegeben hat, Herr Kollege Greilich. Da müssen wir uns von Ihnen überhaupt nichts erzählen lassen. Eine solche Ausbaugeschwindigkeit bei der Ganztagsschulentwicklung hat es in Hessen noch nie gegeben, meine Damen und Herren. Und wir haben bereits die Hälfte der Schulträger zum kommenden Schuljahr, die am Pakt für den Nachmittag teilnehmen. Und es werden zum kommenden Schuljahr schon über 120 Schulen sein, die an diesem Pakt für den Nachmittag teilnehmen. Und der Pakt für den Nachmittag ist die Antwort auf das größte Betreuungsproblem, das Eltern in unserem Land haben. Denn Eltern fragen völlig zu Recht, warum gibt es denn für die 0- bis 3-jährigen Betreuungsangebote, für die 3- bis 6-jährigen Betreuungsangebote in den Kitas? Aber warum ist, wenn mein Kind in die Grundschule kommt, auf einmal alles anders? Warum kann ich mich dann nicht darauf verlassen, dass mein Kind, wenn ich das will, von 7.30 Uhr bis 17 Uhr an der Schule Bildung und Betreuung erfährt? Und genau darauf geben wir mit dem Pakt für den Nachmittag eine Antwort. Genau das wollen wir allen Grundschulen schrittweise ermöglichen, dass es an allen Grundschulen von 7.30 Uhr bis 17 Uhr ein qualitativ hochwertiges Bildungs- und Betreuungsangebot gibt. Auch deshalb sind die Grundschulen der Gewinner dieser Legislaturperiode, meine Damen und Herren. Und jetzt sagt die Opposition immer und inszeniert einen völlig künstlichen Streit zwischen dem Pakt für den Nachmittag und der rhythmisierten, echten Ganztagsschule nach Profil 3. Diesen Streit hätten Sie gerne, meine Damen und Herren von der Opposition. Die schlichte Wahrheit ist aber, zum kommenden Schuljahr, hören Sie genau zu, werden alle Anträge von Grundschulen auf Entwicklung zum Profil 3 zu einer echten, rhythmisierten Ganztagsschule genehmigt. Alle Anträge werden genehmigt, die vorliegen. Und gleichzeitig werden alle Anträge genehmigt von Schulen, die sich in den Pakt für den Nachmittag weiterentwickeln wollen. Was wollen Sie denn eigentlich noch von der Opposition? Mehr als alle Anträge genehmigen können wir nicht, meine Damen und Herren. Und wenn wir gerade dabei sind, wenn Sie glauben, den Pakt für den Nachmittag aus irgendwelchen Gründen schlechtreden zu müssen und den Leuten weismachen wollen, es sei früher so gewesen, dass Grundschulen aus dem Stand heraus, bevor sie überhaupt Erfahrungen mit Ganztag gemacht haben, ins Profil 3 wechseln, dann darf ich Sie daran erinnern, das war noch nie so, sondern es war immer so, und es war bislang auch Einigkeit in diesem Haus, dass Schulen zunächst im Profil 1 und im Profil 2 Erfahrungen sammeln mit einer ganztägigen Arbeit und sich dann weiterentwickeln. Und genau das machen wir jetzt, nur mit dem Unterschied, dass die erste Stufe für eine ganztägig arbeitende Schule jetzt der Pakt für den Nachmittag ist.
Und dieser Pakt für den Nachmittag ist in allen Punkten besser ausgestattet als das bisherige Profil 1. Was haben Sie daran eigentlich zu kritisieren, dass Schulen jetzt besser dabei unterstützt werden, einen Einstieg in das Ganztagsprogramm zu finden, meine Damen und Herren? Ich will Ihnen das sehr konkret sagen. Wie war es denn früher mit Profil 1? Da gab es ein Angebot bis 14.30 Uhr und eine Unterstützung bis 14.30 Uhr. Pakt für den Nachmittag macht ein Angebot bis 17 Uhr. Profil 1 bedeutete, an drei Tagen die Woche gab es ein Ganztagsangebot. Pakt für den Nachmittag bedeutet, an fünf Tagen gibt es ein Ganztagsangebot. Profil 1 bedeutete eine halbe, maximal eine Stelle mehr für die Schule, unabhängig von den Schülerzahlen. Pakt für den Nachmittag bedeutet, pro 100 Schüler gibt es eine Lehrerstelle. Unterstützung des Landes für die Kommunen im Profil 1 an drei Tagen, im Pakt für den Nachmittag an fünf Tagen. Der Pakt für den Nachmittag ist in allen Punkten besser als das bisherige Profil 1. Wo bleibt jetzt die Kritik an der Opposition an diesem Punkt? Und es bleibt dabei bei der Ganztagsschulentwicklung, wie es immer war. Selbstverständlich können Schulen sich aus dem Pakt für den Nachmittag weiterentwickeln in das Profil 3, in eine rhythmisierte Ganztagsschule. Das war immer so, und das bleibt so. Was sich geändert hat, viel mehr Schulen können überhaupt den Einstieg in den Ganztag machen mit dem Pakt für den Nachmittag. Das müsste eigentlich auch die Opposition gut finden, wenn es in irgendeiner Form noch um die Sache ginge, meine Damen und Herren. Und dann die Frage der Ausstattung der Schulen. Dann schauen wir uns das doch einmal an. 800 zusätzliche Stellen bislang in dieser Legislaturperiode. Keine Stelle gekürzt, 800 zusätzliche Stellen. Die demografische Rendite bleibt komplett im System und wird für Bildungsverbesserung eingesetzt. Es bleibt bei der 105-prozentigen Lehrerversorgung. Jetzt kann man sich immer mehr wünschen. Das tun wir GRÜNE auch. Und man muss sich auch immer mit anderen Bundesländern vergleichen, um einen Eindruck davon zu haben, sind wir in Hessen jetzt gut oder sind wir nicht so gut. Dann schauen wir uns doch jetzt einmal den Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz an. Ein gutes Werk, eine gute Koalition in Rheinland-Pfalz. Dort ist als Ziel festgeschrieben, man will die 100% Unterrichtsabdeckung erreichen. Wir haben 105% in Hessen. Was erzählen Sie denn hier von der Opposition, was die Ausstattung der Schulen angeht, meine Damen und Herren? Ausbaugeschwindigkeit des Ganztagsschulprogramms verdoppelt auf 230 Stellen. Mit dem Pakt für den Nachmittag das Ziel, an allen Grundschulen ein Bildungs- und Betreuungsangebot von 7.30 Uhr bis 17 Uhr zu machen. Alle Anträge von Grundschulen auf Umwandlung in eine echte Ganztagsschule werden zum kommenden Schuljahr genehmigt. Der Sozialindex wird um 300 Stellen auf 600 Stellen verdoppelt. 200 Stellen allein in den vergangenen beiden Schuljahren zusätzlich für den inklusiven Unterricht. Das neue Umsetzungskonzept kommt ab dem folgenden Schuljahr. Mittlerweile 1.000 Deutsch-Förderklassen für Migrantinnen und Migranten. Der Konflikt um G8 und G9 weitgehend gelöst durch unsere Politik. Das Bürokratiemonster von Herrn Greilich, Landesschulamt, abgeschafft. Das ist eine bildungspolitische Bilanz, die sich sehen lassen kann. Und ich würde jetzt gerne einmal hören, was denn die inhaltlichen Alternativen der Opposition sind, jenseits eines Gemäres, was mit Fakten aber nichts und auch gar nichts zu tun hat, meine Damen und Herren. Sie müssen zum Ende Ihrer Rede kommen. Frau Präsidentin, die Grundschulen sind und bleiben der eigentliche Gewinner dieser Legislaturperiode. In dieser Schulform wollen wir etwas tun, gerade weil auch in den vergangenen Jahren nicht genug getan wurde mit dem Pakt für den Nachmittag, mit der Lehrerzuweisung nach Sozialindex, mit der Deutschförderung und mit Inklusion sind wir hier auf einem sehr guten Weg. Und weil es Frau Kollegin Beer noch einmal hören will, 800 Stellen mehr als zu Ihrer Amtszeit, Frau Beer. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Zu einer Kurzintervention hat sich Kollege Merz von der Fraktion der SPD noch einmal zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, 2 Minuten.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Damit das Gemähre noch nicht zu Ende ist, mache ich jetzt auch noch ein bisschen Gemähre, damit der Herr Wagner dann darauf entsprechend antworten kann. Herr Kollege, ja, ich nehme das als ein weiteres Zeichen des neuen Stils. So ist das. Das stimmt. Mein Stil hat sich aber nicht geändert, Herr Kollege Wagner. Mein Stil hat sich nicht geändert. Und wenn Sie fragen, warum wir das kritisieren, wir sagen nicht sehr viel anderes als das, was Sie bis zum Regierungswechsel gesagt haben, nämlich, dass die 105-prozentige Lehrerversorgung auf dem Papier steht, dass sie aber in vielen Bereichen pädagogisch nicht so furchtbar viel zu sagen hat. Und das gilt auch vorliegend für den Bereich, über den wir heute hätten reden sollen, über den Sie allerdings auch nur partiell geredet haben, wie manche andere auch, nämlich über die Grundschulen. Sie haben nicht bestritten, dass 150 Stellen, das will ich mal festhalten für das Protokoll, dass 150 Stellen an den Grundschulen nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie haben versucht, das Wortreich wie immer auszugleichen durch Stellen, die den Grundschulen zugewiesen worden sind im Rahmen deren zusätzlichen Aufgaben für den Pakt für den Nachmittag und im Rahmen der zusätzlichen Aufgaben und der Verstärkung der Anstrengungen im Bereich der Inklusion. Wir wollen einmal festhalten, dass diese Stellen als Kompensation und als notwendige Bedingung, übrigens nicht ausreichende, aber als Mindestausstattung für die Erfüllung dieser zusätzlichen Aufgaben gegeben werden und deswegen nicht so ohne Weiteres als eine Verbesserung der Grundausstattung der Grundschulen gerechnet werden können. Vielleicht sind wir uns darüber einig, dass es unausweichlich ist, wenn man zusätzliche Angebote macht, wenn man zusätzliche Aufgaben zuweist, wenn man der Komplexität von Aufgaben gerecht werden will, dass dann zusätzliche Stellen in den Bereichen, die davon betroffen sind, unabdingbar sind und dass es deswegen nicht wirklich, Herr Kollege, die Redezeit nicht wirklich ist angemessen ist, Herr Kollege Wagner, einfach zu sagen, das ist nun eine Verbesserung, wenn es sich ausschließlich darum handelt, notwendige, aber leider nicht ausreichende, was die tatsächliche Erfüllung angeht, Bedingungen zu schaffen dafür, dass diese Aufgaben auch erledigt werden können. Danke, Herr Kollege Merz. Herr Kollege Wagner, Sie haben die Möglichkeit einer Erwiderung, ebenfalls 2 Minuten. Herr Kollege Merz, ich habe ja nicht bestritten, dass wir 140 Stellen aus der Grundschule jetzt in andere bildungspolitische Bereiche genommen haben. Ich nehme jetzt auch noch, ja, ist ja toll, Herr Kollege Merz. Dann nehmen wir jetzt die 160 Stellen aus der Oberstufe auch noch einmal gleich dazu, damit Sie das auch im Protokoll haben, Herr Kollege Merz. Das sind dann 300 Stellen im Bildungsbereich, die alle im Bildungsbereich belassen wurden, die alle für sinnvolle Sachen eingesetzt wurden. Und Herr Kollege Merz, wollen Sie jetzt ernsthaft erzählen, dass ein anderer Einsatz von 300, der insgesamt 50.000 Lehrerstellen in irgendeiner Form der Niedergang des Abendlandes wäre? Wollen Sie ernsthaft erzählen, dass es nicht möglich sein muss, in der Bildungspolitik diesen Bruchteil von 50.000 Lehrerstellen einen Bruchteil auch einmal für andere Zwecke zu verwenden? Wollen Sie das ernsthaft erzählen? Wollen Sie ernsthaft das Plädoyer für Stillstand in der Bildungspolitik halten? Und wären Sie bereit anzuerkennen, Herr Kollege Merz, wenn ich Ihre Zahlen mit 140 und 160 anerkenne, dass, wenn Sie einen Strich drunter machen und schauen, wie viele Stellen stehen zur Verfügung, wären Sie dann auch bereit, Herr Kollege Merz, endlich einmal anzuerkennen, dass unter dem Strich 800 Stellen mehr stehen, Herr Kollege Merz. Dann können wir ernsthaft hier weiterreden. Dann können wir ernsthaft hier weiterreden. Aber dass die Sozialdemokratie her erzählt, dass man nicht 300 von 50.000 Stellen im Bildungswesen auch einmal anders verwenden kann, machen Sie sich doch nicht lächerlich, Herr Kollege Merz. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Für die Landesregierung spricht nun Kultusminister Lorz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich vielleicht kurz wieder zum Ausgangspunkt dieser Debatte zurückkehren. Das ist ja ein Setzpunkt der Fraktion DIE LINKE gewesen. Dazu hat DIE LINKE auch einen entsprechenden Antrag vorgelegt. Und dieser Setzpunkt und dieser Antrag illustrieren wieder einmal besonders schönerweise die einzige politische Strategie, die die Linkspartei in diesem Hause hat.
und die besteht im Ausstellen ungedeckter Schecks, meine Damen und Herren. Das ist in diesem Hause ja schon mehrfach thematisiert worden. Ich zitiere jetzt Mitglieder dieses Hauses, die das schon einmal mit Formulierungen gekennzeichnet haben, wie darf es noch ein bisschen mehr sein. Der Abg. Greilich hat, glaube ich, in dieser Plenarrunde jetzt schon zweimal den Begriff Freibier für alle erwähnt. Also, da muss ich mir gar keinen neuen Ausdruck dafür überlegen. Dafür möchte ich allerdings eines ausdrücklich betonen, meine Damen und Herren. Unsere Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer haben alles Gute, was wir ihnen tun, mit der großartigen Arbeit, die sie Tag für Tag in unseren Grundschulen leisten, verdient. Das ist nicht die Frage. Aber Sie, meine Damen und Herren, Sie versprechen dann einfach. Sie versprechen einfach alles, was man sich wünschen möchte. Eine höhere Besoldung und weniger Arbeit und mehr Personal. Wenn wir allein einmal die Anhebung von A12 auf A13 nehmen, die ich den Grundschullehrern auch gönnen würde, dann reden wir von 70 Millionen € zusätzlich im Jahr, die das kosten würde und die Sie einfach herbeizuzaubern versprechen. Und daraus, meine Damen und Herren, dass da eben kein Bezug auf die Grenzen des Machbaren vorliegt, daraus kann man eigentlich nur eine Schlussfolgerung ziehen. Zumindest DIE LINKE will jedenfalls in Hessen gar nicht regieren, denn sie wollen doch partout nicht in eine Situation kommen, in der sie ihre Versprechungen einmal mit der Realität zur Deckung bringen müssen. Aber wir, meine Damen und Herren, wir tragen die Regierungsverantwortung. Wir scheuen sie auch nicht. Und deswegen machen wir auch keine leeren Versprechungen, sondern wir liefern. Und was wir liefern, ist die beste Ausstattung, die Grundschulen in Hessen je hatten. Und ich sage auch, füge auch hinzu, die bestmögliche Ausstattung, die machbar ist im Moment. Und wir arbeiten daran, dass sie noch besser wird. Und das werden wir auch in den nächsten Jahren miteinander erleben. Und wir tun das, meine Damen und Herren, gerade weil wir wissen, und Frau Abg. Hartmann hat ja netterweise auf den Beschluss der Kultusministerkonferenz verwiesen, was für eine wichtige Position die Grundschulen in unserem Bildungssystem einnehmen, dass sie die Basis sind, auf der alle weiteren Bildungsinstitutionen aufbauen, und dass daher Investitionen in die Grundschulen so manche Förderungsmaßnahmen im weiteren Bildungsverlauf ersparen können. Und deswegen ist es eine bewusste bildungspolitische Entscheidung, dass wir die Grundschulen zu den großen Gewinnern dieser Legislaturperiode machen, meine Damen und Herren. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt die Stellen einfach mit der Gießkanne über das Land verteilen würden. Wir lenken diese Investitionen schon, die wir da machen. Aber es werden keine Stellen aus dem Grundschulbereich als solchem abgezogen. Im Gegenteil, wir haben Hunderte von Stellen in diesem Bereich neu geschaffen und wohlgemerkt. Ich rede jetzt nicht vom Bildungssystem insgesamt. Ich rede jetzt wirklich ganz gezielt vom Grundschulbereich. Da sind Hunderte neuer Stellen in den letzten Jahren per Saldo dazugekommen. Und deswegen, meine Damen und Herren, muss es auch möglich sein, innerhalb dieses Bereichs Schwerpunkte zu setzen. Und zum Beispiel leuchtet es doch unmittelbar ein, dass in einer kleinen Klasse mehr Möglichkeiten bestehen, gezielt auf die individuellen Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler einzugehen, als in einer größeren. Und dass deswegen, wenn wir von einem Zuschlag für besondere Fördermaßnahmen reden, und das ist keine Grundunterrichtsversorgung, Herr Abg. Greilich, wenn wir von einem Zuschlag für besondere Fördermaßnahmen reden, dann ist es doch sinnvoll zu sagen, dort, wo die Klassenstärken überdurchschnittlich groß sind, da geben wir einen großen Förderzuschlag hin, und dort, wo sie unterdurchschnittlich groß sind, da kann dieser Zuschlag auch geringer ausfallen. Das hat die alte, etwas grobschlächtige Regelung nicht berücksichtigt. Und das ist sogar nachvollziehbar, dass sie das getan hat. Denn als die eingeführt wurde, da gab es noch keine 105%, da gab es noch keine sozial indizierte Lehrerzuweisung, da gab es sehr viel weniger Stellen für Ganztagsangebote und Inklusion, da war der pauschale Förderzuschlag alles, was die Grundschulen zusätzlich bekamen. Und heute haben wir all das. Und Herr Abg. Merz, allein dieser Vergleich zeigt ja auch, dafür war der pauschale Förderzuschlag da. Nämlich für alle diese Aufgaben gab es keine besonderen Zuweisungen, sondern es gab einen pauschalen Zuschlag. Wir haben diesen pauschalen Zuschlag sogar belassen, wir haben ihn nur gestaffelt und haben alle diese anderen Aufgaben, die Sie aufgeführt haben, haben wir alle jetzt zusätzlich finanziert und erhöhen die Finanzierung an dieser Stelle weiter. Und deswegen noch einmal, wir haben keine Stellen im Grundschulbereich eingespart, wir haben jede eins zu eins im System, im Grundschulsystem belassen und noch sehr viel mehr zusätzlich investiert. Und unsere Grundschulen wären wirklich schlecht beraten, aber es kommt doch keiner ernsthaft auf die Idee, wenn Sie die heutige Ausstattung noch einmal mit der Ausstattung von vor 2 oder 3 Jahren vertauschen. Die wesentlichen Zahlen sind in dieser Debatte genannt worden. Ich will sie deswegen auch nicht einfach wiederholen, aber ich will vielleicht den einen oder anderen Aspekt hinzufügen. Wir haben die Klassengrößen angesprochen. Herr Abg. Schwarz hat bereits angesprochen, wir haben die drittkleinsten Klassengrößen in Deutschland. Die Klassengrößenverordnung hat die maximale Klassengröße reduziert. Die durchschnittliche Klassengröße liegt jetzt bei weniger als 20 Schülerinnen und Schülern. Ja, ich habe auch mitgehört, natürlich wäre es schön, wenn wir die kleinste hätten.
Das würde ich sogar auch noch unterschreiben. Arbeiten wir gerne weiter dran. Aber wenn wir die Bestandsaufnahme machen, muss man doch sagen, wir stehen sehr gut da, wir haben einen sehr guten Weg hinter uns, und wir behaupten ja gar nicht, dass wir bereits am Ende dieses Weges angekommen wären. Dafür wollen wir auch weiter regieren, meine Damen und Herren, dafür wollen wir auch weiter investieren, damit wir auf diesem guten Weg noch weiter voranschreiten können. Das Gleiche gilt für die sozial indizierte Lehrerzuweisung. Die bringt den Grundschulen schon heute über 120 Stellen, die es vor drei Jahren nicht gab. Und sie ist dafür da, und da ersetzt sie nämlich auch den pauschalen Förderzuschlag, dass die am meisten betroffenen Schulen auf die besonderen Herausforderungen durch die heterogene Schülerklientel reagieren können. Und das wird weiter steigen. Das werden im nächsten Schuljahr 140 sein und bis zum Ende dieser Legislaturperiode fast 200, nur in den Grundschulen. Die Investitionen in die Deutschförderung haben sich um knapp 160 Stellen erhöht, und da sind jetzt die ganzen Intensivklassen noch gar nicht dabei. Die steigen kontinuierlich weiter, ebenso wie der Mitteleinsatz im Bereich der Inklusion. Aber das größte Investitionsprogramm und das, was wir nun wirklich mit absoluter Priorität den Grundschulen und ihrem Bildungsauftrag zugutekommen lassen, das ist der Ausbau der Ganztagsangebote. Da haben wir in nur drei Jahren die Stellen dort auf fast 600 verdoppelt, und wir halten jetzt Jahr für Jahr weitere 230 Stellen für den Pakt für den Nachmittag bereit. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig auch zu betonen, nicht nur für diesen, meine Damen und Herren, sondern wir nehmen auch jede Grundschule mit, die sich freiwillig auf den Weg zur gebundenen Ganztagsschule macht. Und hier, ja klar, freiwillig. Das ist der entscheidende Unterschied. Deswegen komme ich darauf gerne noch einmal zurück. Weil in diesem Punkt, Frau Abg. Cárdenas, in diesem Punkt kommt nämlich jetzt die ganze Absurdität des linken Antrags zum Ausdruck. Sie fordern, wir sollen die Ressourcen aus dem Pakt für den Nachmittag herausziehen und ausschließlich in den Bereich der gebundenen Ganztagsschulen lenken. Ja, was würde das denn bedeuten? Wir haben jetzt in den ersten beiden Schuljahren, die der Pakt für den Nachmittag läuft, haben wir 122 Grundschulen, die sich für diesen von Ihnen immer so schön als Misserfolg charakterisierten Pakt gemeldet haben. 122 ist schon einmal rein quantitativ alles andere als ein Misserfolg. Sie wollen, dass wir die Ressourcen dort wieder herausziehen. Sie wollen, dass wir quasi diese 122 Schulen und all die anderen, die sich auf den Weg für den Pakt für den Nachmittag machen, dass wir sie sozusagen im Regen stehen lassen und ihnen als einziges Modell nur noch die gebundene Ganztagsschule anbieten. Und das, obwohl wir jeder Schule, die den Antrag im Moment stellt auf gebundene Ganztagsschule und die entsprechende Konzeption bringt, das auch genehmigen, die auch mitgehen, weil wir nämlich die Gleichwertigkeit dieser Modelle annehmen, weil wir nämlich die Schulen eben nicht zwingen, sich zwischen diesen Modellen zu entscheiden, sondern im Gegenteil ihnen alle Wege in dieser Hinsicht offen lassen. Und das ist auch der Investitionsschwerpunkt, den wir bildungspolitisch hier in diesem Bereich vornehmen. Und hier von Einschränkungen zu sprechen oder gar Einschränkungen zu befürworten, wenn wir nämlich beispielsweise in den Pakt für den Nachmittag nicht mehr investieren sollten, sondern Grundschulen nur noch die Wahl lassen sollten, also entweder werdet ihr gebundene Ganztagsschule oder ihr kriegt halt überhaupt kein Ganztagsangebot finanziert. Das verstehe wer will, meine Damen und Herren. Das ist aber keine Blaupause für erfolgreiche Politik. Erfolgreiche Politik ist das, was diese Landesregierung hier im Bereich der Grundschulen betreibt, und die werden wir auch weiterhin fortsetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kultusminister Lorz. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Wir können, nachdem ich das festgestellt habe, nun in die Mittagspause eintreten. Und die Anträge gehen dann, danke für die Erinnerung, Herr Kollege. Die Anträge gehen in die Ausschüsse, der Antrag der Linken 1933/66 und der Antrag der SPD 1934/11 in den KPA. Vielen Dank. Und jetzt treten wir in die Mittagspause ein. Wir sehen uns wieder um 14:30 Uhr. Vielen Dank.